Herzlich willkommen zur offiziellen Webshow vom Zürich Filmfestival. Herzlich willkommen zum ZFF Daily. Mein Name ist Max Lung. Es freut mich außerordentlich, unseren Gast von heute zu begrüßen, Karl Spörri. Hallo Karl. Hallo. Wir haben gerade ein bisschen über dieses Jahr geredet, über die Vorbereitungszeit. Wie muss ich das vorstellen, der Prozess bis zum heutigen Tag oder bis zum Anfang? Es fängt eigentlich immer im Januar an. Dann wird langsam klar, was für Filme für den Herbst könnte parat sein. Und dann ist das ein langer Weg, wo wir über Monate sichten im Team. Wir sind 5 Programmer, die sichten und wo sehr viele Filme schauen. Am Schluss tut sich das Programm immer mehr verdichten. Es gibt so langsam eine Richtung, wo das Programm hingeht. Es kristallisieren sich so gewisse Schwerpunkte, gewisse Höhepunkte raus vom Programm. Und das ist dann Mitte August fertig, der Prozess. Und dann muss alles stehen und alles fix fertig sein. Und die letzten paar Tage sicherlich auch noch ganz viel los. Das ist so, ja. Rückblickend, letztes Jahr haben wir das grosse 10-jährige Jubiläum dürfen feiern. Sicherlich alles auch für dich, wie im Flug vorbeigegangen die letzten 10 Jahre. Aber wenn du zurückschaust, was sind so deine grossen Highlights gewesen? Ich würde schon sagen, also das 10-jährige war sicher ein grosses Highlight gewesen. Einfach einerseits, wenn wir hier auf dem 6-Leuten-Platz das grossartige Zentrum einrichten durften. Auf der anderen Seite auch wirklich eben das grosse Interesse einerseits vom Publikum, aber auch von der Branche, von den Medien für unser Festival. Das hätten wir uns so sicher nicht gedacht, als wir vor 10 Jahren sehr, sehr klein und bescheiden gestartet sind, dass sich das so gut entwickelt. Und das ist eine extreme Freude. Wie du sagst, also ich kenne kaum ein Festival, das sich so schnell, so gut etabliert hat, weltweit. Wo habt ihr euch etabliert und wo willst du das Festival positionieren als Filmfestival? Also ich denke, wir sind sicherlich eben in den sogenannten Herbstfestivals ein Ort, wo man hingeht, wo man Filme präsentiert, gerade für den deutschsprachigen Raum ein Relevanzfestival. Der deutschsprachige Raum ist ein relevanter Markt mit über 100 Millionen Leuten. Das heisst auch entsprechend für kommerziell grössere Filme ein interessanter Ort, um einen Film zu platzieren. Das war sicherlich unser grosses Ziel. Dort werden wir sicherlich weiterarbeiten, in Europa noch mehr eben das Profil zu bekommen, für das Premierefestival zu sein im deutschsprachigen Raum. Und wenn wir das diesjährige Festival anschauen, das ist ja gespickt von Highlights. Was für Kategorien erwartet unsere Gäste? Also wir haben wie immer den internationalen Wettbewerb. Das ist so ein bisschen unser Herzstück mit Regiearbeiten aus der ganzen Welt. Erste, zweite, dritte Regiearbeiten, also eher ein junges, aufstrebendes Kino, das sich mit den aktuellen Themen aus der Weltpolitik, aus dem Geschehen befasst und die auf die Leinwand bringt. Und natürlich dann auf der anderen Seite die Gala-Premiere. Das ist mit mehr etablierten Filmen machen, mit grösseren Talents, grösseren Stars. Jeden Abend gibt es da mehrere Premiere, wo man eigentlich wie so ein bisschen die Highlights der nächsten Monate vorausnehmen und hier in Zürich präsentieren. Stichwort Stars, das Festival lebt natürlich auch von Big Names, was ja das Zürich Festival einiges mitbringt. Auf welche Gäste freust du dich das Jahr am meisten? Ja, ich bin natürlich ein grosser Fan von Kiefer Sutherland, natürlich auch von Arnold Schwarzenegger. Das sind immer Leute, die man sich besonders darauf freut, wenn man die einfach schon so viele Jahre oder jetzt beim Schwarzenegger, seit man irgendwie im Bub ist, irgendwie mitverfolgt oder die einen Teil vom Leben ausgemacht haben, früher und bis heute. Und da freut man sich besonders drauf. Aber natürlich auch auf alle anderen Gäste, die wir haben. Wir haben ja so viele, wir haben über 500 Gäste also am Festival. Es ist immer lässig, auch über die verschiedenen Kulturen zu sehen, wenn die nach Zürich kommen und dann ihre Filme hier vorstellen. Mir gefällt das besonders, wenn dann so ein bisschen der Mix ins Spiel kommt. Stichwort Film. Du hast ja ziemlich alle, wenn nicht alle Filme gesehen, die da am Festival irgendwas zu tun haben. Was sind deine Highlights in Sachen Film? Also ein Film, den ich jetzt mal aus dem Gala-Programm, den ich sicherlich jedem ans Herz lege, ist Freeheld mit Ellen Page. Der ist am Freitagabend im Corso ein sehr interessanter Film, ein sehr wichtiger Film. Dann unsere ganze Iran-Reihe, die wir das hier haben, in der Neuen Weltsicht. Das ist einfach ein extrem interessantes Filmland, wo sehr ein junges Filmschaffen hat, wo aber zugänglich ist, eben auch für ein westliches Publikum zugänglich ist und eine sehr interessante Erzählart hat. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Also ein Highlight, ein einzelnes Auszubild ist immer sehr schwierig, weil man bei so vielen Filmen hat man verschiedene Sachen, die einem interessieren und man muss auch immer in der Stimmung sein für gewisse Sachen. Respektive je nach Stimmungslage entscheidet sich dann wiederum, welcher ist mein Lieblingsfilm. Sehr diplomatisch natürlich, aber Filme sind ja sehr subjektiv, ist ganz klar, da musst du neutral bleiben. Du hast schon angetönt, Iran, du hast schon angetönt, warum Iran. Wie muss man sich das vorstellen, wie entscheidet ihr euch für das Gastland? Wie ist es dazu gekommen, dass jetzt das Jahr Iran das Gastland wurde? Also wir haben das letztes Jahr schon angeschaut und es braucht immer so eine gewisse Vorbereitungszeit. Das Interessante für uns ist immer, wenn ein Land
zwar politisch irgendwie in den Medien stattfindet oder eben auch auf der Landkarte ist, aber sage ich, das Filmschaffen nicht in den hiesigen Kinos unter einem Jahr präsent ist. Aber eben ein aufstrebendes Filmschaffen hat, eines, das sehr vital ist, eines, wo viel passiert. Und das ist im Iran natürlich so. Es ist ein Kino, das natürlich auch mit vielen, vielen Sachen muss kämpfen muss. Das heisst, die jungen Filmemacher, die können nicht einfach Film machen, sondern entweder machen sie Filme im Exil oder sie machen sie im Untergrund. Und das entstehen aber dadurch eben auch sehr, sehr spezielle, sehr, sehr interessante Filme. Es gibt auch andere Beiträge aus dem Iran, die zugänglich, sehr zugänglich sind. Ich finde, es ist einfach ein sehr interessantes Kino, das schon seit vielen Jahren eben auf dem internationalen Festival-Zirkus von sich reden macht. Und das war der Grund, warum wir dann gesagt haben, neben der ganzen politischen Situation, die interessant ist, dass es unser Gastland wird. Es freut natürlich mich, freut meine Verlobte. Meine Verlobte ist eben aus dem Iran. Ich gehe jetzt mal das erste Mal Anfang Oktober. Das nimmt mich sehr, sehr wunder. Es nimmt mich natürlich auch wunder, die Filme dürfen zu bestaunen dieses Jahr. Was gibt es an Erneuerungen dieses Jahr in und ums Festival? Das Festival hat eine neue Reihe, heisst Window to the World. Das ist eine Reihe, die wir das erste Mal machen. Dort zeigen wir Arbeiten von, einerseits, wir haben Partnerfestivals, das ist San Sebastian und das ist Hongkong Film Festival. Wir zeigen Filme also aus dem spanisch-latinamerikanischen Bereich, die kommen aus dem San Sebastian Film Festival. Und dann haben wir mit dem Hongkong Film Festival eine Kooperation zum ersten Mal dieses Jahr und zeigen 4 Hongkong-Produktionen. Und dann gibt es dort noch eine Reihe, wo wir mit dem französischen Kino zusammenarbeiten. Das ist eine Reihe mit jungen französischen Regisseurinnen, die im Moment eben gerade in Frankreich, aber eben auch international von sich reden machen. Es ist eine ganze Bewegung eigentlich, die dort kommt, die extrem attraktives, interessantes Kino macht. Das läuft alles unter der Reihe Window to the World. Und seit diesem Jahr gibt es, da muss ich schnell ganz kurz spicken, es gibt einen Verein, den Verein zur Filmförderung von der Schweiz. Was ist das für ein Verein? Was wird da genau gefördert? Ja, das ist eigentlich initiiert worden von unserem Co-Partner IWC, von Georges Kern, der einen Verein gegründet hat, wo Nadia und ich im Vorstand sind und ich auch ein Teil von dieser Jury bin, wo Filmprojekte, die entweder in Produktion oder in Postproduktion sind, unterstützen, sozusagen wie den letzten Zustupf geben, dass die Filme fertig gemacht werden können oder dass sie eben ihre Finanzierung schliessen können. Da haben wir 43 Einreichungen gehabt von Schweizer Produktionsfirmen, sehr renommierte Produktionsfirmen, und wir haben 4 nominiert, die dann eben um die 100'000 Franken da jetzt ins Rennen gehen. Und am Samstag wird dann da der Preisträger bekannt gegeben. Also, um es richtig zu verstehen, der Film muss wie eigentlich schon abdrehen. Das ist eigentlich was für Post und fürs Marketing und für Promo. Es ist nur für Postproduktion. Es ist okay. Kein Marketing. Okay. Keine Marketingförderung, es ist für Postproduktion. Okay. Das ist eigentlich so ein bisschen der Initialgedanke gewesen. Wir haben jetzt aber auch ein Projekt, das gerade erst in Produktion geht, das wir nominiert haben. Also, aber es geht eigentlich darum, eben Projekte, die gerade in der Finanzierung ihre letzten Schliffen brauchen, unter die Arme zu greifen und die zu entwickeln dort und denen etwas können zu bieten. Und das war eigentlich so ein der Gedanke, weil wir gefunden haben, das ist etwas, wo man auch noch kann, wirklich Projekte eben einen Mehrwert bieten. Absolut. Die Nachkömmlinge in dem Sinne unterstützen, auch die Etablierten. Schweiz, Stichwort Schweiz, ja auch immer sehr wichtig für das Schweizer Festival, das Zürcher Filmfestival. Was gibt es da für Highlights für Schweizer Filme? Da gibt es ein paar Highlights, vielleicht 2 zum Hause, die sehr unterschiedlich sind, aber die ich sehr interessant finde. Einer aus unserem Wettbewerb, Fokus-Wettbewerb, Amateur Teens. Von Nicolas Hilber finde ich einen extrem interessanten Regisseur, der noch nicht so einen grossen Namen hat, aber wirklich einen grossartigen Film gemacht hat. Ein Film, der einen wirklich in die heutige Zeit der Teenagers reinbringt. Das ist sehr attraktiv zum Schauen. Und auch sehr zeitkritischer und zeitgeistiger Film. Aktuell sehr viele frische Gesichter, extrem viele Entdeckungen, die man machen kann. Finde ich wahnsinnig interessante Schauspieler und Schauspielerinnen, die zum ersten Mal vor der Kamera stehen. Das ist sicher ein Film. Der andere Film, den ich empfehlen würde, ist Köpek. Ebenfalls im gleichen Wettbewerb, im Fokus-Wettbewerb. Auch das wiederum eine ganz andere Geschichte. Spielt in der Türkei. Eine Geschichte, die sich sehr mit der Türkei heute und den sozialen Zwängen auseinandersetzt. Auch das wiederum finde ich eine grossartige Arbeit. Also ich würde diesen Film sicherlich jetzt mal so als erstes herausstreichen und sagen, das müssen wir unbedingt sehen.
Alles klar. Noch kurz zum Schluss. Wo soll es hergehen mit dem Festival? Wie du gesagt hast, hättest du vor 10 Jahren nicht angenommen, dass es so einen Sprung gemacht haben. Wo denkst du, gehen in den nächsten 10 Jahren her als Festival? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Wir machen jedes Jahr, versuchen wir uns weiterzuentwickeln, die einzelnen Sachen besser zu machen, als wir es vorher gemacht haben. Wir versuchen uns immer Step by Step eigentlich da, vorzutasten. Und es ist auch schwierig zu voraussagen, weil die ganze Industrie so in einem unglaublichen Umbruch ist. Was ich überlege, wo wir angefangen haben vor 10 Jahren, ist noch alles auf 35 mm Kopien nach Zürich geschickt worden. Heute ist alles auf DCP, es läuft alles digital. Und es ist so eine extreme Entwicklung. Die ganzen Zeitfenster werden anders. Es wird sicherlich auch ein Festival nachher von dem nicht unbetroffen sein. Also man wird sich da entsprechend immer einfach anpassen und mit der Zeit gehen. Und deshalb ist es schwierig, jetzt eine Prognose abzugeben für die nächsten 10 Jahre. Das ist klar. Ich glaube, es geht steil darauf. Du hast in dem Fall, definitiv meinen grössten Respekt. Ich finde, jeder, der etwas auf die Beine stellt, selber natürlich mit einem Team, das Risiko nimmt, darum auch die jetzt zuschauen, höchsten Respekt für all das, was du erreicht hast. Viel Erfolg, viel Glück und natürlich ganz lässiges Festival. Ja. Alles gut. Danke, merci. Ciao zusammen.